Hola. Hola. Hi. Alles gut? Alles gut. Bei dir? Ja, ein bisschen nervös, aber... Sind wir alle. Sehr schöne Frau. Dankeschön. Schönes Lächeln. Hi. Hi. Maxim. Ich bin der Gustav. Grüß dich. Hallo, Gustav. Hi. Kommt Gustav jetzt? Gustav steht schon da. Geil. Bingo. Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht. Mhm. Nichts Großes, aber das ist so aus meiner Kindheitserinnerung. Ich mache das immer sehr, sehr gerne mit meinen Nichten und Neffen. Aber ich zitter total. Guck mal. Arsch. Oh nein. Oh nein, ich zitter. Oh, wolltest du es mal machen? Ich mache. Der Typ ist so geil. Du musst gar nicht. Nein, also, muss man nicht. Alles gut. Bist du tierlieb? Ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, hast du einen Hund? Nein. Okay. Aber also meine Mama hat eine Katze. Auch schön. Du? Ich habe einen Labrador, eine Sie. Gut. Aber sie sieht nicht jeder, ne? Also es muss schon erkämpft werden. Also ich verstecke sie. Ach so, okay. Ja, darf ja nicht jeder meinen Hund sehen. Also mein Hund und muss nicht jede Frau kennenlernen. Also nicht, dass es jetzt heißt, ich habe viele Frauen, aber ich reite mich gerade voll rein. Gustav ist da mal. Jetzt beobachten die uns noch, ne? Das ist, ach so, ja, das ist die ganze Zeit schon so. Das ist richtig nice. Die freuen sich auch total, dass sie gucken können. Ihr kommt nicht mehr. Du kannst dich gerne mal... Ja, vielen, vielen Dank erstmal für alles. Ich und dann sehen wir uns gleich. Bis gleich, gell? Danke, tot, tot. Ein erstes Fazit. Und, ist sie dein Typ? Ja, ey, die mag Animes. Ich mag alle Serien, die ich gucke, guckt die auch. Ja, ist sie dein Typ? Ernsthaft? Gucken, also ich... Sieht schon gut aus. Komm, wir gehen mal ins Salon spazieren, ey. Ich muss mal mit dir reden. Ich sage dir ehrlich, ich kann's doch nicht einschätzen, ob sie mein Typ ist. Ich bin ehrlich. Pass auf. Ich finde, sie sieht Bombe aus, sieht gut aus. Ja. Aber es ist nicht so diese... Es kommt nicht dieses... Ja. Danke, Bruder. Erst ja, beim Auto aussteigen, wirklich jetzt. Da habe ich gedacht, boah, aber wird sich oberflächlich klingen, weil irgendwie ziehen die inneren Werte auch. Aber es kommt dieses, es reißt mich nicht vom Fischbrötchen. Na ja, ja, weißt du, ja, was das ich meine? Das ist nicht jetzt. Nein, ich meine das gar nicht. Mal ehrlich, wir gehen jetzt einsaufen. Gehen dann in die Bar, was weiß ich. Der steht an der Theke. Jetzt sagt er gut, nicht gut. Und die Mann sagt, nicht mein Typ. Das ist doch immer so. Oder? Ja, also ich, wie gesagt, ich finde sie optisch Bombe. Ich finde hochintelligent, also wirklich Bombenfrau. Ja. Aber noch fehlt so dieser. Aber das ist schwer, ja, oder im ersten Moment? Nein, ich hatte schon. Also ich kann nicht lügen. Ja. Ich hatte schon. Ja. Und da war es noch nicht. Oder es war nicht da. Was hattest du schon? Ständer. Nein, aber es muss halt einfach auch dieser Funke überspringen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und wenn dieser Funke zwar schon funkelt, aber noch nicht springt, dann haben wir halt ein Problem. Wenn ich ein rotes Auto habe, will ich kein gelbes haben. Deswegen, ich will es erstmal noch mal versuchen. Gerade das Gespräch, ja, es war mega. Mega. Also, ja, ja, das Gespräch auch. War richtig gut, richtig geil. Ich habe mich wohl gefühlt, aber immer noch, also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das, du schmierst dem Brot mit Marmelade, aber die Butter fehlt. Schmeckt nicht so geil. Aber du solltest jetzt trotzdem noch nicht jetzt... Nein, so kurz schlüssig. Schnell urteilen. Nein, weißt aber du? Ich wäre nicht böse, wenn sie mir keine Rose gibt. Ja. Das sage ich nicht, weil ich nicht. Ich bin mir sicher, dass ich eine bekomme, glaube ich. Also gut. Also glaube ich, oder?